ein Zusammentreffen von vielen Charakteren. Da waren Künstler, da würde ich jetzt mehr mit dazu zählen. Da war Feldherr, Stefan Effenberg war das. Wo zweifelhaft er manchmal in seinem Auftreten ist, aber du konntest ihn eben erleben manchmal. Da hat er fanatisch gespielt. Und das waren seine besten Spiele, weil dann hat er alle mitgerissen. Der Scholli hat mir mal gesagt, wenn du so einen hast, der in Madrid nach 2 Minuten Roberto Carlos über die Außenlinie wächst und sich umdreht und wie ein Gockel dasteht und 100.000 Röhren, sagt er, dann kriegst du plötzlich selbst auch so ein Gefühl. Das ist geil, so etwas musst du haben, dem du das glauben kannst.